Hallo und herzlich willkommen zu einem Ausblick, Vorausschau auf das Jahr 2017. 2016 ging ja gestern zu Ende und heute ist schon 2017. Das ist sowieso unglaublich, ne? Früher die Filme, die Science-Fiction-Filme in dieser Zeit, haben die alle gespielt, ne? Und da hatten wir, was weiß ich, fliegende Autos und sonst irgendwas. Das soll aber nicht das Thema sein, ist mir nur gerade spontan eingefallen. Worum es aber gehen soll, ist der Kanal. Also quasi der Channel, ne? Und wie, was plane ich, wie soll es weitergehen, was erwartet euch 2017? Und da muss ich sagen, auch auf die Gefahr hin, dass vielleicht einige von euch denken, wenn das so ist, da habe ich ja keinen Bock mehr drauf oder es passt nicht mehr zu mir, ne? Also zu euch dann als Zuschauern vom Programm her. Das tut mir auch leid und der Schritt, ne, wie soll ich sagen, ist für mich persönlich ein wichtiger, deswegen tue ich den auch. Vielleicht sagt ihr aber auch, hey cool, das sind genau jetzt die Entwicklungen, die ich mir vorgestellt habe. Hey, voll super, dass das jetzt so läuft. Wie dem auch sei, vielleicht gibt es auch ein Mittelding, ne? Was ich auf jeden Fall sagen kann, ich brauche mehr Struktur und ich möchte mehr Klarheit auf dem Kanal. Und ich habe im Jahr 2016 mir die ganze Zeit, ich habe ja wirklich viel ausprobiert. Ich mache es erst seit August, also 4 Monate ungefähr. Welche Spiele liegen mir? Welche Spiele liegen mir zum Let's Playen? Welche Spiele spiele ich auch gerne? Ne? Das war ja auf einmal ein Sammelsurium an Spielen, die sich da aufgetan hat oder haben. Wo ich so dachte, ja geil, was es da alles gibt, ist total schön. Genau. Und ich habe jetzt quasi geschaut, welche Spiele machen mir am meisten Spaß, welche Spiele machen mir am meisten als Let's Play Spaß und zu kommentieren. Und darüber hinaus, wie viel Zeit habe ich und was kann ich realistisch investieren in den Kanal. Da ich natürlich berufstätig bin, ist die Zeit immer so ein Thema, ne? Und bisher habe ich mir wirklich viel Zeit genommen. Das hat auch Spaß gemacht, aber ich merke einfach, um dieses Level aufrechtzuerhalten, müsste ich an anderen Dingen oder an anderen Ecken sparen und auf Dauer sparen. Und das geht einfach nicht und das will ich auch nicht. Was ich aber will, ist, jetzt habe ich viel drum rum geredet, ne? Oder beziehungsweise einleitend geredet. Was auf jeden Fall auf dem Kanal passieren wird, ist Folgendes. Ich habe sogar fleißig, wie ich war, einen Upload-Plan erstellt. Ne? Der gilt so jetzt auch erstmal. Ich sage noch was dazu. Genau, da gehen wir jetzt einfach mal drauf auf diesen Plan. Den gibt es jetzt ab jetzt auf dem Kanal. Ne? Unter dem Kanalbanner rechts habt ihr ja gesehen. So, der Upload-Plan. Der besagt jetzt, ich muss mal eben gerade checken, nimmt das auf? Ja, nimmt's auf. Genau, jetzt bin ich aber vollkommen im Bild. Das ist ein bisschen blöd. Also, ne, und da klicken wir drauf und dann sehen wir diesen Upload-Plan. Der Upload-Plan. Der Upload-Plan, bin eben nach rechts gewandert, ne? Jetzt seht ihr mich rechts. Wie dem auch sei, der Upload-Plan ist folgender. Hier seht ihr die Uhrzeit, ne? Hier sind die Tage. Es gibt einmal 11 Uhr Uploads, immer Samstag, Sonntag, wenn denn. Und ansonsten 15 Uhr habe ich mal so als Uhrzeit erdacht, falls nochmal ein bisschen mehr Games kommen. Und 16 Uhr als Standard in der unter der Woche Upload. Wie ihr hier seht, ich habe geplant, montags wird es immer NHL 17 geben als Feldspieler Bier Pro Karriere. Ja? Immer ein Video NHL montags. Mittwochs gibt es ein Video Minecraft Life in the Woods Renaissance. Dann gibt es freitags NHL 17 Goalie Mode. Auch ein Spiel. Sonntags gibt es dann wieder Minecraft Life in the Woods. Ja. Samstags habe ich mir überlegt, kommen immer um 11 Uhr Specials. Specials heißen. Die habe ich hier, schaut mal hier links aufgelistet. Das ist Let's Play Together, was mir unglaublich viel Spaß macht und was auf jeden Fall Bestandteil des Kanals bleibt. Aber es gibt da eben keine festen Upload-Zeiten. Zum einen ist das ja abhängig davon, wann haben die Leute Zeit, wann habe ich Zeit, passt das, bliblablub. Hängt halt viel von ab. Angezockt Videos machen mir mega Laune, ne? Das letzte war Heroes of the Storm. Einfach rein in ein Spiel, oh, gibt's gerade, teste ich mal und mach dazu ein Video. Finde ich super und deswegen dieses Format. Retro Games habe ich einfach festgestellt, das ist meine Jugend, das macht mir total Spaß. Aber jetzt für dauerhafte Let's Plays, da zieht's mich einfach zu anderen Games. Dann
Welche Games werden denn bei Specials vorkommen? Ganz neu im Programm, was mich sehr freut, ist Overwatch. Overwatch, hammergut, habe ich bei anderen gesehen, will ich selber spielen. Äquivalent dazu Paladins auch weiterhin als Special, Let's Play Together, wie auch immer. Dann Uncharted, da ist die Sache, da beißt sich so ein bisschen die Katze in den Schwanz, ne, weil mir macht Uncharted unglaublich viel Spaß. Und es ist unglaublich zeitintensiv. Zumindest in Kombination mit dem ganzen anderen Kram. Das heißt, also Uncharted 1 wird auf jeden Fall noch zu Ende laufen. Ja. Uncharted 2 wahrscheinlich noch gestartet werden, weil ich da schon die Hälfte ungefähr gespielt habe, aber die Videos noch nicht veröffentlicht habe. Und ich würde dann schauen, wie das ist ja jetzt so eine Vorstellung, wie es erstmal laufen soll, und würde gucken, wie komme ich damit zeitlich hin und dementsprechend dann ausbauen oder nicht. Was, ne? Aber das werden erstmal die zwei Säulen des Kanals und die dritte eben als Special. Ne? Die zwei Säulen sind also NHL und Minecraft und eben Specials als drittes Highlight. Dann wird es noch geben Minecraft Vanilla hin und wieder. Werde ich dazu was von der PS4 zeigen. Dead by Daylight wird es geben als Let's Play Together. Alleine, ja, ist okay, aber ich finde gerade im Together macht das mega Laune. Ark. Vielleicht, ich zocke das im Moment auf der PlayStation hin und wieder mit Kumpels. Das macht Laune. Heroes of the Storm, habe ich schon gesagt. Das ist so das, was ich mir erstmal jetzt vorstelle. Es wird weniger chaotisch auf dem Kanal, was ich persönlich total gut finde. Ihr habt eine klare Aussicht darauf, okay, das ist zumindest jetzt in den ersten 3-4 Monaten des Jahres, wird das so bleiben. Ist es so gedacht? Ne? Ich bin natürlich, das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt und unveränderbar. Das ist aber das, was jetzt erstmal auf dem Kanal passieren wird. Was für euch vielleicht noch als Info weiter darüber hinaus wichtig ist, Angezockt-Format. Ne? Da ist es so, also ich meine, wenn ihr jetzt sagt, bitte zockt das Game und das kostet 70 € oder so, werde ich das nicht machen, wenn es mir nicht gefällt oder wie auch immer. Aber wenn ihr Games habt, so Free-to-Play-Games oder günstige, ja, Free-to-Play ist am besten, lassen wir es so. Free-to-Play-Games habt, wo ihr denkt, ey, Tala, irgendwie finde ich halt cool, wie du das machst, mach doch mal ein Angezockt zu dem Spiel, dann könnt ihr mir das gerne immer in einen Kommentar von einem Angezockt-Video schreiben und dann schaue ich, dass ich das Spiel finde und das dann anzocke. Ja, jetzt habe ich ganz schön viel geredet. Ich weiß gar nicht, wie viele Minuten rum sind. Mir ist das aber wichtig gewesen, euch das mitzuteilen, weil ich bin immer bei allem für eine realistische Tätigkeitsvorschau. Ne? Was erwartet mich? Was kommt auf mich zu? Und dann wird auch bestenfalls niemand enttäuscht. Und ihr wisst, was hier so abgeht. Ne? Was ich mir auch noch überlege, aber das, wie gesagt, ist alles zeitabhängig. Ne? Wie gut klappt das da jetzt? Wie ist da meine Zeit? Und wie viel habe ich da vielleicht sogar Zeit für noch mehr oder wie auch immer? Wäre dann mittwochs zusätzlich noch ein NHL aufzunehmen. Ne? Das heißt, dass wir zwei Spiele Feldspieler und ein Spiel Goalie pro Woche haben. Oder ich mache das im Wechsel, ne? Dass ihr immer gerade und gerade Woche sozusagen, dann eine Woche habt ihr zwei Feldspieler, einmal Goalie, und andere Woche habt ihr zweimal Goalie, einmal Feldspieler. Ne? Für mehr reicht die Zeit definitiv nicht. Ihr könnt aber gerne in die Kommentare schreiben, ne? Wie findet ihr insgesamt jetzt das Konzept, das neue? Was ist euch vielleicht noch wichtig? Und wie fändet ihr so die Regelung mit dem NHL, dieser Wechsel hin und her? Ach so, was ich noch völlig vergessen habe, das trage ich hier direkt mal auch ein, ist natürlich Street Fighter 5 live und dabei. Habe ich es jetzt live und in Farbe, habt ihr es gesehen, wie ich es eintrage. Das macht mir so viel Spaß. Ich kann es, es ist unglaublich, aber als Let's Play eben marginal geeignet. Deswegen wird es da als Special und auch für andere Games so Highlight-Videos geben. Genau, das super, dass wir das jetzt noch einfällt. Das schreibe ich jetzt auch mal ganz spontan noch dazu, bevor es mir
untergeht. Ja, genau, das war's. Das ist der Upload-Plan. Highlight-Videos heißt über zum Beispiel Super-Tore bei NHL, heißt Super-Fights bei Street Fighter 5. Ja, sowas halt. Ne? Die Best-Offs, kann man sagen. Oder würde ich jetzt so sagen. Ja, jetzt fühle ich mich, als hätte ich sehr viel geredet. Das habe ich auch. Und ich wünsche euch einen guten Einstieg ins neue Jahr, einen super Start ins neue Jahr. Ich hoffe, dass eure Vorsätze, eure Wünsche und alles könnt ihr umsetzen, könnt ihr daran festhalten. Ne? Das ist ja manchmal, ich kenne das ja von mir, ne? Was vorgenommen und dann manches hält, manches nicht. Ne? Und ja, und nochmal auch an dieser Stelle, hallo, wir haben jetzt 85 Abonnenten auf diesem Kanal. Ich bin total überwältigt. Ich bin froh um jeden, der einen Kommentar schreibt. Ich bin froh um jeden, der meine Videos schaut. Das macht mir total Spaß. Und an dieser Stelle auch ein großes Dankeschön an euch, denn ohne euch wäre der Kanal nicht, was er jetzt zu werden scheint. Ne? Also er wächst kontinuierlich, was mich freut. Und in diesem Sinne einen schönen Start euch, ein gutes Jahr und bis bald.